Liebe Modellbahnfreunde, in diesem Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie richtig ein Netzwerkupdate an der CS3 durchführen. Netzwerkupdate bedeutet, dass die CS3 in der Lage ist, sich selbst übers Internet abzudaten. Um das zu machen, müssen Sie auf alle Fälle die CS3 an Ihr Heimnetzwerk anschließen. Das heißt, von Ihrem Router legen Sie ein Kabel hier hinten an den Netzwerkanschluss von der CS3 an. Und dann müssen Sie die CS3 erstmal neu starten. Nach dem Neustart verbindet sich die CS3 erst richtig mit ihrem Router und danach wird die CS3 selbstständig nach einem Update suchen. Wenn sie dann einen gefunden hat, wird sie Ihnen das mitteilen. Und wo und wie das gemacht wird, das zeige ich Ihnen jetzt hier. Wie Sie sehen können, haben wir hier oben auf der linken Seite unter dem Eintrag System einen roten Punkt bekommen. Dieser rote Punkt ist ein Hinweis, dass für die CS3 ein Update gefunden wurde. Sie müssen jetzt lediglich diesen roten Punkt folgen, um das Update anzustoßen. Also klicke ich hier auf System. Dann öffnet sich das Dashboard der CS3. Da habe ich hier auf der linken Seite die Einstellungen zu der CS3. Und dann können Sie hier sehen, da ist die CS3 und da ist auch nochmal ein roter Punkt. Den klicke ich jetzt auch an. Ich folge sozusagen den roten Punkt. Und dann bin ich hier genau an der richtigen Stelle. Hier ist meine CS3 mit ihrem Namen. Und dann hat sich hier dieses kleine Fensterchen geöffnet. Und dieses Fensterchen muss ich anklicken, um das Update anzustoßen. So. Sie bekommen dann hier die Frage, soll ein Update durchgeführt werden? Das möchten wir. Dann klicken wir hier das Häkchen und das Update beginnt sich quasi zu installieren. Nun haben wir hier ein Update-Fenster und hier werden alle Pakete erstmal heruntergeladen, die notwendig sind. Und um das richtig einzuleiten, muss ich das nochmal hier oben unter Start betätigen und das Update beginnt jetzt sich zu installieren. Nach einigen Minuten ist das Update erfolgreich installiert worden und da kann es schon mal sein, wie jetzt zum Beispiel in unserem Beispiel, dass nochmal ein Update eingeleitet werden muss, weil halt eben verschiedene Update-Schritte notwendig werden. Das machen wir in diesem Fall auch nochmal. Ich klicke nochmal auf Start und somit werden dann die letzten Datenpakete installiert. Nun wurden alle Datenpakete erfolgreich in die CS3 übernommen und wenn ich jetzt hier auf OK klicke, ist das Update für die CS3 vollendet worden. Nun startet die CS3 für einen kleinen Moment nochmal neu. Und nach dem Neustart sehen wir, dass sich hier unter System wieder eine rote 1 eingeschlichen hat. Aber das ist jetzt ein anderer Hinweis. Wenn ich hier draufklicke, sehen Sie, dass es kein Update mehr für die CS3 ist, sondern hier habe ich den roten Punkt auf den GFP3. Das bedeutet, ich muss nochmal den Gleisformatprozessor auf die neueste Version updaten. Einfach wieder den roten Punkt folgen. Das heißt, ich klicke hier auf GFP3. Und dort sehe ich wieder dieses kleine Fenster, diesen kleinen Icon, der hier das Update einleiten wird. Nochmal die Frage, soll das gemacht werden, auf die Version 12.113 abzudaten? Das möchte ich, bestätige das. Und somit bekommt der Gleisformatprozessor die neueste Version. So, nun haben wir auch dann Gleisformatprozessor auf die neueste Version abgedatet und das bestätige ich jetzt. So, und jetzt würde ich empfehlen, nochmal alles genau zu überprüfen. Dazu gehen wir wieder zurück auf die Systemeinstellung. Ich klicke dann zum Beispiel hier auf dieses System oder viel einfacher hier unten auf dieses kleine Knöpfchen, damit ich auf die nächsten Fenster komme und dort habe ich den Eintrag Info. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich, was für eine Softwareversion wir bei der CS3 installiert haben. Das ist die Softwareversion 2.2.0. Und wenn ich auf den Gleisformatprozessor klicke, dann sehe ich, dass die Software für den Gleisformatprozessor auf 12.113 ist. Somit haben wir die Zentrale auf den neuesten Stand gebracht. Das war das CS3-Update über das Netzwerk.
Zudem kann ich Ihnen noch sagen, sollte bei Ihnen dieses Update nicht angezeigt werden mit diesem roten Punkt, dann ist es meistens das Problem, dass Sie die CS3 vielleicht mal vorhergehend mal mit einem USB-Stick abgedatet haben und dieser USB-Stick mit diesem Datei befindet sich immer noch an Ihrem USB-Anschluss. Diesen unbedingt entfernen und dann wird dann über das Netzwerk auf alle Fälle das Update erkannt. Zudem noch ein ganz wichtiger Tipp, bevor man ein Update fährt, sollte man auf alle Fälle ein Backup der CS3 machen. Und wie das geht, das sehen Sie in einem anderen Video. Jetzt hat es noch eine zweite Möglichkeit, wie Sie die CS3 updaten, nämlich mit diesem USB-Stick. Und wie das funktioniert, das sehen Sie im nächsten Video.